Wir beginnen mit unserer Pressekonferenz vorm Heimspiel morgen Abend gegen den VfB Lübeck. Spiel bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Neben mir darf ich Maurizio Jacobacci begrüßen. Und Trainer, du hast, bevor wir zu den Fragen kommen, okay, noch ein paar Worte. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich natürlich noch einmal recht herzlich bei unserer Fangemeinschaft bedanken, die den langen Weg nach Duisburg gefunden hat, um uns lautstark zu unterstützen. Das ist einfach nicht normal, dass so viele Fans uns so weit weg unterstützen. Und das gilt es natürlich zu honorieren. Und darum sage ich noch einmal ein recht herzliches Dankeschön an alle Löwenfans, denn glaub mir, ich weiß schon, wie wichtig das ist, so eine Fangemeinschaft zu haben und so eine Wand hinter dieser Mannschaft zu stellen, die uns einfach immer wieder hilft, ob es jetzt zu Hause ist oder auswärts. Es braucht nämlich auch sie, um gewisse Erfolge zu erzielen. Und wenn wir diese Erfolge auch im Moment haben, ist es auch dank Ihnen. Weil in den schwierigen Momenten spüren wir natürlich auch Ihre Unterstützung. Und das gilt es wirklich auch hier zu sagen. Es ist auch Ihr Erfolg. Es ist auch Ihr Erfolg. Nicht nur unser, sondern auch Ihr. Und darum finde ich, dass es eben wichtig ist, dass alle verstehen, dass wenn wir Erfolg haben, es ist, weil wir gemeinsam einfach stärker sind. Und dieses Gemeinsam, dieses Miteinander, es ist nicht nur das Team, der Trainerstab, die Funktionäre, das Umfeld, was wir um die Mannschaft haben, der Verein, sondern eben auch das Ganze ringsherum. Und da gehören eben die Fans auch dazu. Und darum noch einmal ein großes Dankeschön. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass morgen diese Fans, die brauchen wir wieder, um ein erfolgreiches Resultat zu liefern. Danke noch einmal. Danke, Mauri. Dann ist Zeit für eure Fragen. Dann beginnt Oliver Griss. Ja, Herr Jacobacci, beim Blick auf die Tabelle, wie gut ist Ihre Laune momentan mit diesen zwei Startsiegen gegen Waldhof Mannheim und gegen MSV Duisburg? Ja, ich würde mir wünschen, dass die Saison vorbei wäre. Natürlich, ganz klar, das wäre das Schönste, was uns zustoßen könnte. Aber wir sind am Anfang einer Saison, am Anfang einer hoffentlich schönen Geschichte. Ja. Und es ist natürlich klar angenehm, unter diesen Voraussetzungen im Moment zu arbeiten. Es ist ruhig. Es ist konzentriert gearbeitet worden. Alle sind wohlauf praktisch. Es hat nicht mehr so viele, die eben verletzt oder angeschlagen sind. Wir warten nur noch, dass sie zurückkommen. Aber es lichtet sich Step by Step immer wieder etwas. Und klar, ich wünsche mir natürlich, dass es so weitergeht. Aber wir wissen auch, dass es immer wieder Rückschläge geben wird. Wichtig ist, dass wenn die kommen, dass wir schnell aus dieser Situation wieder herausfinden. Und da eben braucht es eben diese Unterstützung. Dann Thomas Spiesel macht weiter. Ich würde noch mal gerne auf das Duisburg-Spiel eingehen, vor allem das 1:0. Manni Starke ja wieder sein offiziell erstes Tor, eigentlich war es ja das zweite, erzielt. Was mich interessieren würde, war das eine einstudierte Variante, dass er sich da hinten absetzt von der Abwehr in den Freiraum, oder war das ein Geistesblitz von ihm selbst? Ja, also ganz klar, es ist ein Spieler, der es versteht, in diese Räume reinzustechen. Er ist eigentlich ein offensiver Spieler, der es aber auch sehr gut versteht, im Moment auch defensiv zu arbeiten und sich in Dienst der Mannschaft zu stellen. Aber er hat ja in der Vergangenheit in Oldenburg eigentlich frei walten können, offensiv. Er konnte sich immer links, rechts, überall bewegen, offensiv.
Und das ist der Manni. Der Manni hat schon das Gespür, wo offensiv hinzugehen es braucht. Und entscheidend ist natürlich schon, dass eben die offensiven Mittelfeldspieler auch eben den Weg zum Tor suchen, weil wir brauchen auch aus der Hauptposition Leute, die eben den Abschluss auch suchen. Und wie gesagt, Guttau hat hervorragenden Laufweg gemacht auf den ersten Pfosten. Das gab dann auch die Möglichkeit, eben, dass der Manni dann plötzlich alleine im Strafraum war. Bleiben wir doch gleich beim Mittelfeld. Jetzt haben Sie eine Alternative mehr. Die Sperre von Frey ist abgesessen. Sie werden es wahrscheinlich nicht verraten, ja. Aber denken Sie darüber nach, die Startelf umzustellen oder bleiben Sie dabei, never change a running system? Ja, das werdet ihr morgen dann sicher erfahren. Ich bin natürlich froh, dass er jetzt wieder dabei ist, richtig dabei ist, diese zwei Sperren abgesessen hat. Und wie gesagt, dass es auch ohne ihn sehr, sehr gut funktioniert hat. Das heißt, wir haben wirklich eine gewisse Qualität. Wie auch immer, was auch immer morgen aufgestellt wird, die Bank hat eine große Qualität. Und das ist auch für mich als Trainer enorm wichtig. Das heißt schon etwas. Dann Johannes, bitte. Mal angenommen, er spielt oder vielleicht auch grundsätzlich, was kann er der Mannschaft bringen, Marlon Frey? Ja, es ist ein Führungsspieler. Ist einer, der auf dem Platz viel redet, viel dirigiert, korrigiert, wenn es möglich sein muss. Er unterstützt den Spieler, die Mitspieler. Also er ist einer, der auf dem Platz das Wort ergreift. Und so viele Spieler gibt es nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler, nur wegen diesen auch Voraussetzungen. Er ist ein sehr positiver Mensch. Er unterstützt einfach den Mitspieler, wo er auch immer kann. Und das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Oliver? Was machen Sie jetzt gegen die Hitze? Ich habe gesehen, die Mannschaft war heute noch im Auer Mühlbach nach dem Training. Ist es wirklich so heiß auf dem Platz, wenn man mit der Mannschaft arbeitet? Ja, es ist schon recht heiß. Also darum haben wir das Training von heute Morgentraining organisiert statt nachmittags, weil ursprünglich war es nachmittags gedacht, aber haben das korrigiert. Ja, es ist schon ziemlich heiß, es ist nicht einfach, aber okay, wir haben auch nicht allzu lange jetzt heute trainiert. Wir haben eher im taktischen Bereich gearbeitet und ein kleines, lockeres Spiel dann abgehalten am Schluss, aber sonst, ja. Gibt es denn angeschlagene Spieler, Kurt Kahn, ist er mit einer Blessur rausgegangen aus Duisburg? Wie schaut es da bei ihm aus momentan? Nein, der Kurt Kahn, der ist spielfähig. Also er hat normal trainiert heute und ist voll einsatzfähig. Also von daher haben wir eigentlich, abgesehen von Glück, der jetzt auch wieder mittrainiert, der aber erst in dieser Woche jetzt wirklich zu 100% wieder eingegliedert wurde. Der Rieder, der ist eigentlich noch bis Ende Monat wahrscheinlich noch nicht einsatzfähig. Und der Steinhardt. Und sonst sind eigentlich alle an Bord. Und das ist natürlich schon etwas Schönes. Jetzt gilt es einfach noch, eben den Glück voll 100% ranzubringen. Und der Rieder wie der Steinhardt auch zurückzuhaben, gibt mir natürlich dann auch enorm viele Möglichkeiten, aber auch Kopfzerbrechen, wenn alle fit sind, dann ist es natürlich für mich auch umso schwieriger dann, ja, Leute zu Hause zu lassen, auf die Tribüne zu setzen. Und das ist natürlich nie etwas Schönes, weil jeder verdient es, dabei zu sein. Johannes? Nochmal zu Marlon Frey. Das war ja für ihn auch keine einfache Situation. Kommt zum neuen Club, fiel dann gleich mal gesperrt. Haben Sie oft mit ihm gesprochen, um ihm zu sagen, Junge, bleib ruhig, ich setze auf dich? Oder war das gar nicht nötig, weil er generell klar im Kopf ist?
Ja, ich habe schon mit ihm gesprochen, aber jetzt generell ist einer, der doch einen wichtigen Part einnimmt in diesem Team. Er hat gewisse Erfahrungswerte, die enorm wichtig sind, aber vom Typ her eigentlich sehr gut ankommt beim Team. Aber er weiß schon von sich selber, wie er sich da auch verhalten muss oder musste. Und klar, für ihn war es natürlich jetzt eine neue Situation, denn normalerweise, ich glaube nicht, dass er je eine rote Karte bekommen hat, außer diese. Also für ihn war es wirklich etwas ganz Neues. Und noch einmal, ich habe es schon mal gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich mich trotz dieser Situation für ihn entschieden habe und auch gekämpft habe, dass er hierher kommt. Denn er gibt nicht nur spielerisch etwas, sondern auch menschlich. Oliver? Sie haben vorhin die Fans angesprochen. Fällt es Ihnen natürlich wahrscheinlich auch auf, dass die Stimmung durchwegs positiv ist in der Kurve? Jetzt schon gegen Waldhof Mannheim und jetzt auch in Duisburg ist es ein ganz anderes Bild als in der Vorsaison, oder? Ja, klar, ich möchte nie mehr so ein Bild erleben wie nach dem Spiel gegen Viktoria Köln. Das war für mich, es war ganz schlimm. Es war zum Weinen. Ist passiert, aber wir haben das wirklich schnell korrigieren können. Mit dem Auswärtsspiel dann in Duisburg, Step by Step, dann zu Hause gegen Elversberg, wo wir das 1-1 erzielt haben und natürlich dann mit dem ersten Sieg in Aue, was dann alles ein wenig wieder gelöst hat und zu einer Normalität wieder gekommen ist. Nicht alles ist klar vergessen worden, denn dann kam das Dortmund-Spiel natürlich, was uns zurückgeworfen hat. Aber ab dem Dortmund-Spiel haben wir doch dann sehr gute Leistungen abgeliefert und dann eben diesen Weg zum Publikum wieder gefunden, was für mich enorm wichtig ist. Das Publikum gehört einfach dazu, die Fangemeinschaft gehört dazu, diese große Unterstützung, die gehört einfach dazu und diese Synergien, die es gibt dann, die machen einfach einen stärker. Man spürt es einfach. Und wie gesagt, ich glaube eben, diesen Goodwill, den wir uns erarbeitet haben, wirklich stark erarbeiten mussten, mit viel Schweiß, ist gegolten, wie wir auftreten. Nicht unbedingt der Resultate wegen, sondern wegen den Auftritten. Und dieses Gefühl haben eben noch die Fans. Viktoria, bitte. Ja, hallo Herr Jakubacci. Hallo. Sie haben jetzt am letzten Spieltag zum ersten Mal Ihren neuen Top-Stürmer Joel Schwarz gesehen. Was sagen Sie, wie ist er für Sie aufgetreten? Was erwarten Sie von ihm? Was für eine Rolle kann er auf dem Platz auch einnehmen, abseits von der normalen Mittelstürmerposition? Ja gut, er bringt natürlich eine gewisse Lockerheit rein, die auch sehr, sehr wichtig ist. Klar, die Erwartung an ihn ist, dass er sich nicht stresst, sich nicht zu viel Last auf die Schultern nimmt, weil er weiß natürlich, für was er da zu uns gestoßen ist. Er kommt hierher, um Tore zu schießen. Das ist die Aufgabe des Stürmers. Nur eben, wir haben auch andere Stürmer, wie der Lackenmacher, wie der Suleimani, wie der Mansur, der Junge. Und von daher ist es auch wichtig, dass er weiß, er soll einfach seine Spiele so bestreiten, wie er es für richtig findet. Natürlich in einer Art und Weise, die eben der Mannschaft auch dienlich ist, defensiv seine Rolle spielen, dass er eben der erste Verteidiger ist, aber vor allem eben dann sich so präsentiert, dass er in den Momenten, wo es wichtig ist, eben in der Box ist
Und das gilt es einfach zu verstehen, diese Geduld aufbringen, dass auch wenn er vielleicht 5, 10 Minuten keinen Ball berührt, dass er nicht diese Geduld verliert und sich wegschleicht von seiner Position, sondern diese Position einfach dann weiterhin behält, weil in diesem Moment, wo er seine Position verliert, kommt eben der Ball. Und entscheidend ist eben, dass er in diesen Momenten eben genau am richtigen Ort, am richtigen Moment ist. Oliver? Wie stolz macht es Sie, dass Sie also saisonübergreifend seit 6 Spieltagen unbesiegt sind? Ja, das stimmt eigentlich. Ja, habe ich mir nicht überlegt, aber effektiv ist es so, ja. Es ist natürlich sehr schön, ganz klar. Aber es geht nicht, es geht ja nicht um meine Person, es geht ja um uns. Und das Schöne ist, dass wir auch zu Hause wieder zu einer gewissen Macht werden. Und diese Macht zu exteriorisieren ist enorm wichtig. Und das gilt es weiter zu entwickeln, weil zu Hause eine Macht zu werden, gibt enorm viel Kraft, die man dann mitnehmen kann an die Auswärtsspiele. Und diese Auswärtsspiele wissen wir auch, wir haben Fans, die diesen Weg auch machen mit uns und die da sind für uns und die man auch hört und fühlt. Und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Thomas Spiesl. Schauen wir mal sportlich auf die morgige Partie. Lübeck ist ja der erste Gegner, bei dem jetzt die Löwen als klarer Favorit ins Spiel gehen werden. Macht es die Aufgabe schwerer, dass man das Spiel selbst gestalten muss? Selbst gestalten, ja, es kommt darauf an, natürlich. Lübeck hat ein Team, das durch den Aufstieg natürlich eine gewisse Euphorie hat. Ja? Und die ist ja auch noch spürbar jetzt, anfangs Saison. Während der Saison, je nach Situation, wird diese Euphorie verflachen. Aber heute haben sie diese noch. Sie haben auch nicht viel gewechselt. Sie haben auch sehr viel Erfahrungswert in diesem Team. Bedenkt man Boland, der 36-Jährige, der hat natürlich schon eine große Erfahrung. Sie haben Tafershofer, der auch da ist. Also die haben schon ein Team, das gewisse Erfahrungswerte mitbringt. Auch wenn aufgestiegen, haben sie doch Leute, die haben schon zweite Bundesliga oder erste Bundesliga auch gespielt. Und das gilt es auch zu wissen. Ja. Aber klar wird viel entschieden, wie wir auftreten werden. Lübeck wird nicht hierher kommen, um voll auf Angriff zu spielen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, sie werden natürlich aus einer gesicherten Abwehr versuchen, Konter zu starten, die uns die Arbeit erschweren. Sie haben zwei Seitenspieler, Farona und Velasco, schnelle Seitenspieler, die es wissen, im 1 gegen 1 zu arbeiten. Sie haben Nakono natürlich vorne, der auch ziemlich groß ist, guter Kopfballspieler, schlaksig ist und ziemlich schnell. Also sie haben auch den türkischen Kötsüsirin, glaube ich, der hinter der Spitze spielt, der gute Technik mitbringt, guter Spielmacher ist. Also sie haben schon gewisse Qualitäten. Sie haben 2 Spiele, 2 Punkte geholt, gegen Sandhausen zu Hause 0-0 gespielt, kein Tor bekommen gegen Sandhausen. Ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Und ich meine, 2-0 in Rückstand zu sein in Mannheim und dann zurückzufinden und ein 2-2 zu spielen, braucht auch Qualität. Also wir wissen schon, dass wir diesen Gegner absolut nicht unterschätzen dürfen. Und ich wüsste auch nicht, wieso, dass wir so einen Gegner unterschätzen sollten. Es geht das Spiel natürlich
in die richtige Bahnen zu lenken, das Spiel in die Hand zu nehmen, wenn möglich, und den Gegner zu Fehler zu zwingen, damit wir dann aus diesen Fehlern aus Kapital schlagen können. Ja. Jetzt haben Sie ja sicherlich das Spiel verfolgt am Samstag, Mannheim gegen Lübeck. War das für Sie ein Vorteil, dass Sie den Gegner kennen, also dass Sie Mannheim selbst schon gespielt haben? War das der Vorteil für Ihre Analyse des Spiels und des neuen Gegners für morgen? Eigentlich nicht, nein. Ich habe nicht nur dieses Spiel geschaut, ich habe auch das andere, wo sie gegen Sandhausen gespielt haben, gesehen. Sie haben auch ein Freundschaftsspiel gehabt gegen Hoffenheim. Also sie haben Qualitäten, sonst wären sie noch nicht aufgestiegen. Und haben auch gezeigt, dass sie eben in der dritten Liga zu Recht zu Hause sind. Und es gilt einfach, dass wir sie zu Fehler zwingen, um eben dann unser Spiel auch so zu gestalten, dass wir dann dieses Spiel auch für uns entscheiden können. Wir werden alles dafür tun, um diese drei Punkte zu holen, aber wissen ganz genau, dass wir für das viel arbeiten werden müssen. Ich sage es punktuell, arbeiten werden müssen. Das Spielerische, das kommt dann auch, aber wir werden über den Kampf ins Spiel finden müssen. Weil sie werden uns da alles abverlangen. Dann Alena, glaube ich. Ne? Ja, kannst du das Mikro einmal hintergeben, bitte? Vor dem ersten Spieltag hatten Sie ja gesagt, dass das Saisonziel erstmal ist, den Klassenerhalt so schnell wie möglich klarzumachen. Hat sich das jetzt nach den zwei Siegen verändert? Nein. Ich habe auch gesagt, die erste Analyse sollte in etwa nach 8 Spielen gelten. Wir werden ein kleines Fazit ziehen nach 8 Spielen. Was haben wir in diesen ersten 8 Spielen erreicht und wie haben wir das erreicht? Und ich glaube, von diesen 8 Spielen sollte man auch dann auch ausgehen. Das hat jetzt nichts mit den ersten 2 Spielen zu tun. Es ist schon wichtig, dass man eine erste Analyse mal macht, wenn in etwa 8 Spiele gespielt sind, weil eben auch sich die Mannschaft besser präsentieren kann. Ja, es ist ja nicht so, dass sich jetzt nicht gut präsentiert hat. Klar, überraschend für einen Teil, nicht überraschend für mich. Aber ich arbeite ja jeden Tag mit ihnen zusammen und kann es dann auch besser einschätzen als jemand, der nur die Spiele sieht und verfolgt, wie auch die Vorbereitung natürlich. Und einfach aus dieser Situation sich ein Bild machen kann. Ich habe mir ein Bild natürlich machen können über diese längere Periode, wo wir auch miteinander trainiert haben. Aber es sind ja auch wieder Spieler hinzugekommen, hinzugestoßen. Und Step by Step entwickelt sich jeder auch im physischen wie auch im taktisch-technischen Bereich. Gibt es noch weitere Fragen? Eine letzte hätte ich dann noch, und zwar, ob sich jetzt bei der Frage um den Sportdirektor noch was getan hat, ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt? Ich habe in den letzten Tagen kein Feedback bekommen, was das anbelangt. Aber ich glaube schon, dass sie im Hintergrund bestrebt sind, schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Was uns allen natürlich gut tun wird. Dann denke ich, sind wir durch für heute. Dann sage ich vielen Dank. Sehr.